Hi, zu einem neuen Teil Punks and Painting. Heute wieder im Hangout der Dirk. Servus miteinander. Und gezeichnet wird wieder ein Gericht von dem Koch Ole Plockstedt. Und da darf jetzt dann der Dirk was erzählen davon. Genau, grüßt euch, Ich sag Leute. Bei mir läuft der Stream noch nicht. Ich hoffe, bei dir tut er ja, das. ich glaube, das ist zeitverzögert. Bei Alles mir steht klar. live. Sehr gut, bei mir sieht es jetzt auch gut aus. Ja, wie gesagt, wir sind in der zweiten Runde. Punks and Painting. In Anlehnung an deinen Comic, Donald, Punks and Bankers. Wie immer live, ohne Netz und ohne doppelten Boden. Man sieht uns drei schon ganz schön. Die drei Beteiligten quasi, links der Zeichner, in der Mitte ich und rechts der Ole Blockstedt, der uns dankenswerterweise die Rezepte zur Verfügung gestellt hat für ein Punker-Menü. Und zwar haben wir heute den zweiten Gang erreicht. Nach dem Tomolotow-Cocktail letzte Woche gibt es heute ein neues spannendes Rezept. Heute versuchen wir uns wirklich kürzer zu fassen. Das letzte Mal hat es fast eine Stunde gedauert, aber heute zeichnest du schneller, Ja, ne? sei mir was einfacher. Genau, Ich meine, technische wieder auf den Deckel Probleme. bekommen. Technische Probleme hatten wir letztes Mal auch ein paar, die sind auch ausgemerzt. Also, ist halt so bei Premieren, ne? Das ist ja jetzt hier wirklich von München aus eine Schaltung an die österreichische Grenze zu dir, via Google Hangout. Grenze wohlgemerkt, also. Genau. Naja. Und heute schaffen wir das Ganze in einer halben Stunde, würde ich mal sagen. Ja. Genau. Was zeichnen wir heute? Wie gesagt, Donald hat es schon gesagt, das geht wieder ein Rezept von Ole Blockstedt. Der zweite Gang, und zwar heißt das heute Kartoffeljoints mit Zauberpilzen. Klingt schon mal verheißungsvoll. Übersetzt heißt das, es gibt Gnocchi in Tütenform, sagen wir mal, mit einer Majoran-Soße und dazu gebratene Pilze. Das klingt auf jeden Fall sehr lecker. Ist wieder vegetarisch, das dürfte dich auch freuen. Yeah, genau. Zum Ole Blockstedt sagen wir später noch mal ein bisschen mehr wieder, wie beim letzten Mal, und dann kommen wir auch noch auf das Rezept selbst zu sprechen. Natürlich aber, wie gesagt, nochmals herzlichen Dank an den Ole und schöne Grüße von hier aus in den hohen Norden nach Hamburg, da wo er wohnt und sein Restaurant betreibt. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die und uns jetzt live zuseht, könnt ihr natürlich auch die gerne in der Kommentarfunktion posten bei YouTube. Da versuchen wir auch öfter mal reinzuschauen und dann die vielleicht einzubauen, eure Fragen. Und genau, soweit grundsätzlich. Die Zeichnung schreitet auch schon voran, heute mit einer anderen Hauptfigur aus deinem Comic. Ja, und passend wie der Kartoffeljoint eben, da bietet sich natürlich Coffee, der Chunky der Comic-Serie, bietet sich da sehr gut an. Wie gesagt, mein Comic, der steht halt auf Klischees, der arbeitet mit Klischees. Und da kann man natürlich, da muss natürlich in den Punk-Kreisen, muss dann natürlich auch ein Chunky sein. Genau, beim letzten Mal haben wir ja schon viel über dich erfahren, über deine Arbeit, Designer, du arbeitest als Cover. Artworker quasi, entwickelst Cover für Bands und T-Shirts und ähnliches. Aber vielleicht nochmal ganz grundsätzlich zu deinem Comic. Worum geht's bei Punks and Banters? Es geht eben um eine Gruppe Punks, die eben, wie gerade erwähnt, eigentlich alle so ein bisschen Klischees bedienen. Die Sweetie, die weibliche Person, ist ziemlich eine so eine Hau-drauf-Braut. Angelehnt natürlich auf die Riot Girl-Bewegung des Punks. Coffee ist eben der extreme witzige Drogentyp, die ganze Zeit irgendwie stoned und auf irgendwas drauf. Und Bastard ist eher so der Politische, der sich ständig über alles Gedanken macht, nicht immer dann gut drauf ist, weil ihn einfach die ganze Welt so irgendwie alles stört. Ja, so sind die Figuren.
grob umrissen. Ein paar andere gibt es dann auch noch, die brauche ich halt einfach, damit die Handlung gut läuft. Ein Teil ist bisher erschienen, quasi eine Ausgabe. Weil an der zweiten sitzt du gerade. Genau. Könnte man sich bei ihr bewerben für eine Gastrolle? Ach, das passiert immer wieder. Bewerbung. Naja. Irgendwie, momentan beruht das alles noch irgendwie auf Sympathie natürlich. Also es sind viele Leute dabei, die ich irgendwie kenne. Ja. Ja, aber wie soll ich denn das jetzt als Punker gut sagen? Wenn die Spende stimmt, dann könnte ich natürlich. Ja, das ist ja ganz interessant. Du brauchst natürlich auch Mittel, um irgendwie unabhängig zu sein, um Zeit zu haben, um den Comic zu machen. Du hast ja auch schon verschiedene Crowdfunding-Aktionen gestartet, auch mit Erfolg, ne? Das ist natürlich bei mir immer recht schwer. Ich bin auf der einen Seite bin ich natürlich Punk, auf der anderen Seite versuche ich so selbstständig wie möglich zu leben. Mhm. Und mein Geld natürlich muss man dann verdienen. Und nachdem ich nirgendwo angestellt bin, sondern wirklich dann auf, nachdem das meine Arbeit eben ist, muss man halt dann schon auch davon leben können. Mhm. Ja, das kann ich bleiben lassen. Ja, ist ja klar, das ist ja auch ein sehr zeitintensives Projekt. Das ist ja durchaus schön bebildert und eine lustige Story in dem Comic, die es zu lesen gibt. Von daher will das natürlich auch monetär unterstützt werden. Das ist ja keine Schande, das zu sagen, ist ja nun mal so. Ja, genau, du bist eigentlich quasi ständig am Zeichnen, hatten wir beim letzten Mal auch schon gesagt. Übrigens, das kann man sich hier auf deinem YouTube-Channel auch anschauen vom letzten Mal. Genau. Wie das Artikelbild für das erste Rezept vom Ole entstanden ist. Und da haben wir auch schon ein bisschen gequatscht währenddessen und da schon ein paar Fragen und Antworten ausgetauscht zu dir und deinem Comic und deiner Arbeit. Letztendlich zeichnest du ja quasi ständig, hast du beim letzten Mal ja gesagt, bist ja, quasi rund um die Uhr oder nutzt jede Sekunde, um irgendwie zu zeichnen mit einem Zeichenpad, einem speziellen. Mhm. Ist Papier gänzlich out? Nee, also wenn es keinen Strom gibt, zeichne ich natürlich mit Papier. Ich zeichne auch gerne meine ganzen Skizzen. Also bei Punks and Banters bin ich wirklich dahinter, dass ich die Skizzen vorzeichne. Ich will auch irgendwie, ich bin ja auch oft auf irgendwelchen Comic-Messen unterwegs und so, und da will ich den Leuten dann auch was zeigen können. Mhm. Und das kann man natürlich vergessen, wenn man alles digital zeichnet. Mhm. Was willst du da groß herzeigen? Da musst du dann, vom Computer sitzt sich dann keiner und schaut sich deine Skizzen an. Also. Mhm. Und außerdem ist macht halt auch immer noch Spaß, auf Papier zu zeichnen. Ja. Auch wenn es so, wie man gerade sieht, alles schön easy geht. Und wenn so eine Skizze auf Papier, scannst du die dann einfach ein und wandelst die um, oder wie? Oder genau, ja, ich scanne sie ein und zeichne sie dann direkt nochmal alles nach, aber dann eben fein, säuberlich, so wie ich das dann nachher machen werde, hier in der Skizze. Genau. Mhm. Ich glaube, man kann schon erkennen, wo es hingeht. Jo. Man hat auf jeden Fall was im Mund und zündet sich was an. Ob das das ist, was er sich erwartet, glaube ich jetzt schon mal nicht. Schließlich kochen wir ja heute hier an und für sich. Hast du auch schon mal jetzt, wenn wir über Papier und Zeichenpad reden, hast du auch schon mal drüber nachgedacht oder schon mal gemacht, vielleicht sogar die auf Leinwand zu bannen, deine Figuren? Nee, habe ich noch gar nicht gemacht, weil ich total schlecht auch mit Wasserfarben umgehen kann. Ich bin ein totaler Wasserfarben-Depp. Ja, Öl. Und ja, Öl, keine Ahnung, das ist für mich dasselbe. Alles mit Pinsel ist scheiße. Okay. Ja, wer weiß, vielleicht ist das Ergebnis spannend, ehrlich gesagt. Eine Sache habe, beziehungsweise zwei Sachen habe ich schon mal auf Leinwand gemacht. Mhm. Ist halt dann auch immer eine Frage der Zeit. Also es geht
sehr, sehr viel Freizeit einfach drauf, indem dass ich am Comic arbeite. Mhm. Okay. Spannen wir jetzt mal den Bogen zur Ernährung, zum Essen. Du bist ja Vegetarier. Genau. Wie kommt das? Warum eigentlich? Also was ist der Beweggrund? Eigentlich die ganzen Massentierhaltungssachen. Natürlich kann man mal jetzt vorwerfen, dass ich ja auch auf Milch und Ei verzichten könnte. Das ist mir persönlich halt dann doch wieder ein kleines bisschen, also zu schwer. Das heißt zwar nicht, dass ich es in Zukunft, wenn es genügend Alternativen gibt, dass ich das dann auch aufhören werde. Aber momentan ist es mir einfach noch zu krass, aber ich will halt einfach, dass wegen mir jetzt dann nicht irgendwelche Tiere draufgehen. Hast du Alternativen schon angesprochen in Sachen Fleischersatz? Wie bist du da unterwegs? Also kommt bei dir zum Beispiel Tofu-Wurst auf den Tisch? Ja. Ja? Es gibt auch mittlerweile eine vegetarische Wurst. Okay. Auch schon entdeckt und schmeckt auch wirklich gut. Und für die Leute, die was den Fleischgeschmack schon noch gern haben, für die wäre das eben perfekt. Also es schmeckt eigentlich wirklich wie Fleisch. Da ist irgendwie Milch, Eiweiß oder so drin. Mhm. Für einen Vegetarier perfekt halt. Mhm. Hast du schon mal was von Quorn gehört? Ich hab's gehört, aber ich glaube, mir kommt es immer noch nicht in Deutschland, richtig? Ich weiß es nicht. Ja, es kommt wohl aus England, ne? Ja, das ist ja irgendwie ein Schimmel. Genau, wird irgendwie aus einer Schimmelpilzkultur gezüchtet und ja, also soll wohl für Vegetarier nicht schlecht sein. Die reißen sich da anscheinend wirklich drum in England. Ja. Schauen wir mal, naja, wenn das irgendwo funktioniert, wird es auch in einem anderen Land funktionieren. Jo, sicher. Seit wann lebst du vegetarisch? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Ist jetzt schon länger her. Als Jugendlicher, oder? Nee. Ich hab irgendwann mal nach den Netzathleten, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, habe ich angefangen. Das war dann ungefähr, ja, ich vermute jetzt mal 5 Jahre, dass ich jetzt Vegetarier bin. Mhm. Okay, naja. Nicht so lang, aber gut. Nee, so lang nicht. Kochst du selbst viel? Ab und zu, momentan nicht. Ab und zu. Was kommt dann jetzt auf den Tisch? Momentan oder? Ja, generell. Also wenn du mal kochst, geht es dann eher kompliziert oder mit Spaghetti Bolognese? Ja, Bolognese wohl nicht, aber Spaghetti doch, mit Tomatensauce. Mit Tofu-Hackfleisch zum Beispiel, also Tofu-Hack, Soja-Hack. Das mag ich eigentlich ganz gern, weil ja, das hat wirklich eine gute Konsistenz. Mhm. Und ja, ich bin trotzdem immer noch so der Tiefkühlmensch auch ein bisschen. Okay. Naja, die Zeit sollte man sich nehmen, was Gescheites zu kochen. Ne? Ich weiß. Zutatenmäßig. Ich werde es mir auch Zutaten ausgewogen. Was gab es heute bei dir zu essen? Oder was gibt's noch? Heute hat es noch gar nichts gegeben. Irgendwie. Doch, Brot. Ja, immerhin. Brot mit Kartoffel, Erdäpfelkäse. Erdäpfelkäse, sehr gut. Genau, in der Arbeit. Da bin ich froh, dass du schon was gegessen hast. Nicht, dass dir noch in einer Art Schwächeanfall der Stift aus der Hand fällt gleich. Nee. Sehr gut. Ja, vegetarisch ist ja auch das heutige Rezept. Wieder vom Ole. Würdest du das mal nachkochen? Sicher. Ist ein bisschen lang, ist schon durchaus, muss man schon Spaß am Kochen haben, das nachzukochen. Ich erkläre ja gleich noch ein bisschen, worum es geht. Morgen kann man das Ganze dann bei Worlds of Food nachlesen. Genau. Mit diesem Titelbild, das hier gerade live entsteht. Und eben auch da haben wir auch ein Foto, wie dann die Kartoffeltüten, die Gnocchi-Kartoffeltüten aussehen in echt, in der Pfanne.
Und genau, aber bevor wir zum Rezept kommen, vielleicht doch nochmal kurz zum Ole, mit dem Ole Blockstedt nochmal reden. Er ist ja, wie gesagt, der Gründer der Roten Gourmet-Fraktion. Ausgefallener Name, aber ist eben auf Tournee von Punk- und Rockbands für deren leibliches Wohl zuständig als Caterer quasi. So mit den Toten Hosen, mit Jan Delay, Fettes Brot und. Nur renommierte Namen eigentlich, die man da aufzählen könnte, quasi, die er da gekocht mit seiner Crew. Stelle ich mir sehr spannend vor, was man da so erlebt auf Tour. Anstrengend, aber spannend. Ja, ist es. Definitiv. Du bist mit den Dogs immer schon mal durch die Lande gezogen. Genau. Immer wieder mal. Ja, die waren auch zu den Stammbegleitern hier in unseren Gesprächen. Und was erlebt man dann so? Erzähl du mal aus dem Nähkästchen. Was erlebt man da so? Puh. Lustige Abenteuer auf Raststätten zum Beispiel am nächsten Tag, wenn man dann so ziemlich viel Spaß irgendwie am Spielplatz hat, aber die Kinder nicht mehr am Spielplatz sind, weil den Eltern das anscheinend nicht mehr so gefällt. Wenn man da als Erwachsener irgendwie auf den ganzen Gerüsten rumklettert. Oder ja, laute Anreisestrecken, in denen gesungen, gebrüllt und irgendwelche Autokennzeichen aufgezählt werden und man dann irgendwie bevor man bei der Location ist, dann schon heiser ist. Wenn man dann einfach schon, naja, es gibt ja nur einen Fahrer, die anderen trinken. Ja, hast du schon mal gefahren, oder? Nee, ich habe nicht mal einen Führerschein. Das ist in dem Moment natürlich ganz gut. Ich habe ihn noch nie gemacht, nee. Okay, ja, dazu ist der Ole seit 2010 einer der RTL-Kochprofis, RTL-2-Kochprofis. Ist da regelmäßig auf dem Bildschirm zu sehen. Ich glaube, inzwischen haben die schon um die 100 Einsätze. Mhm. Da die aktuelle Crew quasi um den Ole. Bei RTL 2 momentan laufen morgens viele Folgen, habe ich gesehen, um 8. Also für die mal reinschauen wollen, die es noch nicht kennen. Kochprofis. Ich finde es auch immer spannend. Ist auf jeden Fall ein nettes Format, so. Gastronomen, die ein bisschen in eine schwierige Lage gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie Expertentipps zu geben und mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Und meistens geht es ja auch gut aus. Also ich glaube, die Erfolgsquote bei den Beratungen ist wirklich gar nicht so schlecht. Also das wird nicht so dargestellt, so im Fernsehen alles wunderbar, sondern letztendlich kriegen dann doch ziemlich viele von denen die Kurve, die beraten wurden. Ja, cool. Zum Glück. Ja, und an alle Hamburger oder Hamburg-Besucher muss man natürlich noch sagen, dass der Ole Blockstedt in Hamburg, in Eimsbüttel genauer gesagt, ein Restaurant namens Olsen betreibt. 50% vegetarische Gerichte auf der Karte. Und ich gehe mal ganz, ganz schwer davon aus, dass man da richtig lecker essen kann. Ich muss da auch irgendwann mal wieder nach Hamburg und das mal unbedingt austesten. Das denke ich mir auch. Ja. Ich war jetzt das kann ich dir nicht sagen. Werde ich fürs nächste Mal auf die Karte schauen. Aber ich meine, so ein Restaurant, das hat natürlich laufende Kosten. Ne? Oh, ja, das ist schon klar, aber ich weiß nicht, für welches Publikum der ungefähr kocht. Das ist gut. Gucken wir fürs nächste Mal, für die nächste Folge, nächsten Mittwoch. Für die Mittwochsmaler, für uns zwei hier. Genau. Dann klären wir darüber auf. Gut, dass du es ansprichst. Genau, nee, Hamburg immer eine Reise wert und ich war auch jetzt schon lange nicht mehr da. Ich war früher häufig da, aber jetzt schon länger nicht mehr. Aber es bieten sich immer mehr Gründe, da wieder mal hinzufahren. Ja, das Rezept heute, die Kartoffeljoints mit Zauberpilzen. Ich weiß nicht, ob er das dort auch anbietet, aber das kann man ja jetzt nachkochen. Wir haben ja das Rezept. Und jetzt, um ein bisschen auf das Rezept zu sprechen zu kommen, ist es wie gesagt wieder vegetarisch. Das ist der zweite Gang. Oder der zweite Knaller, wie er schreibt, in diesem viergängigen Punker-Menü. Wie gesagt, er nennt es als Untertitel
Tütenjockey, in Anführungszeichen, auf Majorana-Soße. Damit ist eine Majoran-Sahne gemeint. Mit gebratenen Pilzen. Er empfiehlt Kräuterseitlinge und reicht dazu noch ein Petersilienpesto. Gibt wie immer fürs Kochen und fürs Essen Hörtipps, welche Musik man dazu hören sollte. Und hat da ganz passende Titel ausgewählt, wie ich finde, die ich mir heute Mittag auch schon angehört habe. Ich mir auch. Wenn ihr das kocht, meint Ole, sollte man Haschsucht von Abwärts hören. Finde ich gar nicht schlecht. Abwärts, alter Klassiker, oder? Ja, doch. Steht auch bei mir im Regal, bei dir denke ich auch. Ja. Du bist ja eh der Deutsch-Punker. Ganz genau. Und der Ole-Auge ist mir schon aufgefallen, so ziemlich. Genau. Und beim Essen sollte man dann Haschisch aus Amsterdam von den Kassierern hören. Das ist natürlich auch ein großes Kino, die Kassierer, oder? Ja. Ja. Immer noch. Ja. Habt ihr mal in Heidelberg gesehen? Das geht schon ans Eingemachte, sagen wir mal so. War da auch Nacht auf der Bühne? Ja, klar. Es gab sogar einen im Publikum, der ist komplett mit Turnschuhen bekleidet, nur während dem gesamten Konzert im Zuschauerraum rumgesprungen, einer der Fans. Vielleicht einer der größten Fans. Ja, kommt immer wieder vor auf Konzerten. Ja, die sind im November in München oder sind jetzt generell immer wieder ein bisschen unterwegs. Und ich glaube, im November hier in München werde ich auf jeden Fall hingehen. Da sind die im Backstage. Vielleicht sieht man sich ja dann. Ja, das finde ich, das ist unterhaltsam, kann man durchaus sagen. Ja, das habe ich mir direkt auch noch ein paar weitere Lieder heute Mittag angehört, als ich das so gehört habe, im Hintergrund beim Artikel schreiben. Genau. Ja, das Rezept hat ja auch sogar jetzt einen ziemlich aktuellen Bezug, der Kartoffeljoint. Stimmt. Das passt zum gestrigen Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts, dass Schmerzpatienten, also chronisch Kranke, quasi unter gewissen Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, natürlich Cannabis anbauen dürfen jetzt. Was ich denke, in dem Fall eine gute Lösung finde. In dem Fall auf jeden Fall. Und wenn das ein deutsches Gericht sagt, ne? Es gibt einfach einige Krankheiten, bei denen es einfach wirklich bewiesen ist, dass es da hilft. Zum Beispiel bei Tourettlern. Und manche durften ja schon irgendwie ran, aber da muss man dann wirklich extrem, also soweit ich das jetzt noch weiß, da muss man aber wirklich extrem viele Auflagen irgendwie, dass man das dann irgendwie in der Apotheke kaufen konnte. Mhm. Und diesmal ging es ja irgendwie darum, dass man es selbst anbauen darf, oder? Ja, ich glaube, weil die Krankenkassen das ja nicht zahlen. Ne? Ja. Und in dem Sinne geht es ja dann wirklich dann um Linderung von Schmerzen und damit verbundene Kosten eben. Mhm. Und da hatten fünf Patienten und drei davon, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weiß ich nicht, müssen wir hier nicht so aufdröseln, aber drei davon haben auf jeden Fall recht bekommen. Insofern hat dieses Urteil natürlich jetzt erstmal so eine Grundsatzwirkung. Ja. Nagel mich nicht fest, ob das Grundsatzwirkung heißt. Ich bin kein Jurist. Das hört sich aber verdammt schlau an, finde ich jetzt. Genau. Naja. Es wird genehmigt. Euer Ehren, nenn mich euer Ehren, bitte. Abgelehnt. Okay, Einspruch angenommen. Ganz normal, das Rezept morgen zu lesen, wie gesagt, bei uns. Die Zutaten gibt er an. Es kommt schon ein bisschen was zusammen, aber ich kann mir vorstellen, dass es richtig lecker schmeckt. Mit der Majoran-Sahne quasi. Da wird der Majoran über Nacht eingelegt in der Sahne, später rausgesiebt. Und dann ist die Sahne eben schon mal schön aromatisiert für die Soße. Dann geht es weiter mit Walnüsse werden verarbeitet, frischer Parmesan, alles gute Zutaten, ne? So Knoblauch. Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen Fingerfertigkeit erfordert das Rezept hinterher, wenn der Gnocchi-Teig fertig ist
um den Teig einzurollen quasi. Okay. In so eine konische Form, sagen wir mal. Aber alles in allem ist das machbar, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn man Gäste hat, macht man da doch mal ein bisschen Eindruck mit so einem schönen, einfallsreichen Rezept, das uns der Odo da zur Verfügung gestellt hat. Und wenn wir in 2 Wochen hoffentlich, wenn alles klappt, die 4 Gänge zusammen haben, hat man ein richtig schönes Menü am Start. Mhm. Was Eindruck macht. Ich weiß nicht, ob mal zu viel verraten, tun wir eigentlich nicht, wenn wir jetzt schon den Titel des 3. Gangs mal kurz verraten. Nächste Woche gibt's dann Pumpgun mit Curryschuss. Schön. Das klingt auch gut und lässt noch einiges offen an Spekulationen, um was es sich da handelt. Allerdings. Ja. Genau, ich guck mal kurz und aktualisieren. Wie liegen wir denn in der Zeit? Wir liegen 5 Minuten vor Schluss quasi. Okay, gut, dann weiß ich, was ich nicht mache. Ja, dieses Karo-Hemd, das ist natürlich so ein bisschen, ne? Nee, das ist gar nicht so schwer. Da habe ich ja, nicht. Aber jetzt die Linien hat jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch. Ja, ein klein wenig. Okay, die Pilzlache sehe ich jetzt erst. Ich habe die ganze Zeit eben so ein bisschen auf meinen Zettel geschaut, auf das Rezept. Dann noch ein Gericht vergessen. Ja, nachdem du dann was gesagt hast von Majoran Marihuana Soße, dachte ich, okay, da muss noch eine Lache her. Nein, es ist nicht Majoran, es ist Mari. Wie nennt das Mari? Majorana. Das ist ein feiner Unterschied. Irgendwie so, ja. Weil THC-haltig ist es auf keinen, also ist auf jeden Fall nicht in der Zutatenliste. Nee. Kann man sicher ausprobieren. Da sind wir wieder. Was ist das eigentlich für eine interessante Palette, die du da hast? Sind das deine Grundfarben fürs Comic? Das sind für die 3 Charaktere meine Farben. Da kennt sich wahrscheinlich keiner so wirklich aus. Wenn man ganz viel Fantasie hat, dann erkennt man Bastard, Coffee und Sweetie da draus. Aha, ja, die lila Haare sind von Sweetie, oder? Genau. Ja, wobei es auch so ein bisschen was von der Maus hat, aus dem WDR. Das stimmt. Verunglückt, aber vielleicht kannst du ja aus den 3 auch noch was basteln. So. Und heute gar kein lustiges... Das wird zeitlich nicht reichen. Ich hab was eigentlich vorbereitet. Ich habe auf jeden Fall was rausgesucht. Kurze Erklärung. Beim letzten Mal hatten wir einen Psychotest aus der Mädchen gemacht. Genau gesagt von mädchen.de. Ich glaube, den schaffen wir noch. Meinst du, den schaffen wir noch, ja? Okay, dann passen wir auf. Ich habe den schon mal aufgerufen. Ich habe jetzt passenderweise was zum Thema Ernährung gefunden. Und zwar geht es um gesunde Ernährung. Es wird sich ziemlich, ziemlich schnell rausstellen, wie gesunde Ernährung, was das für mädchen.de bedeutet, quasi für diese Teenager-Zeitung. Genau, fangen wir mal direkt an. Frage 1. Abends ganz gemütlich vorm Fernseher. Jetzt fehlt nur noch ein leckerer Snack. Wozu greifst du, wenn du unnötige Kalorien vermeiden willst? Da geht es nämlich schon los. Ich gebe dir dann wie immer eine Antwort, 2 Antwortmöglichkeiten und dann kreuze ich die an und dann gehen wir weiter. Also nimmst du Erdnüsse oder Salzstangen, wenn du Kalorien vermeiden will, dann muss ich wohl Salzstangen nehmen, glaube ich. Ja, kann ich dir jetzt schon sagen, das ist richtig, logischerweise. Ich hoffe, das lädt jetzt hier schnell genug. Aber es ist eigentlich gesund. Erdnüsse sind gesund. Erdnüsse sind sehr gesund, sicher gesünder als Salzstangen. Genau. So, Lust auf was Süßes. Es geht wieder um Kalorien. Welches Dessert hat weniger Kalorien? Schokoladenpudding oder Schokotorte? Wahrscheinlich der Pudding. Keine Ahnung. Ja, das dachte ich sogar auch, aber es ist tatsächlich die Schokotorte. Und zwar sogar über das Doppelte. Kann ich mir nächstens eine komplette Schokotorte rein
hauen, bevor ich einen Becher Schokoladenpudding esse. Naja, wenn du anschließend 2 Stunden um den Block rennst, dann passt das. Okay, ab zu den Süßigkeiten. Worin denkst du, steckt mehr Zucker? Gummibärchen oder Schokolade? Mehr Zucker in Gummibärchen. Das ist richtig. Da steckt was. Ja, Gelatine halt, aber auch ziemlich viel Zucker. Nee, die bestehen nur aus Zucker. Und ein bisschen Gelatine. In einer Tüte Gummibärchen stecken 50 Stück Würfelzucker. In einer Tafel Schokolade nur 23. Das ist doch eine ganze Menge auch in beiden. Ja. Was hat mehr Fett, ein Wiener Würstchen oder ein Schweinesteak? Wahrscheinlich das Wiener Würstchen. Das ist korrekt, kann ich dir jetzt schon sagen. Oh, ich habe die Antwort nicht ausgewählt, Moment. Kann dir beides wurscht sein als Vegetarier, was da mehr Fett hat. Das Schweinesteak ist recht mager, es hat bei 100 Gramm nur 4 Gramm Fett an und für sich. Was besitzt, also es geht wirklich nur um Kalorien bei diesem gesunde Ernährungsquiz. Mit deiner besten Freundin im Straßencafé sitzen, was Leckeres trinken. Was hat mehr Kalorien, Latte Macchiato oder Cappuccino? Ich glaube, der Latte Macchiato. Kreuz ich dir an und es stimmt, was wahrscheinlich an der vielen Milch liegt, die da drin ist. Schätze ich jetzt auch mal. Genau, Cappuccino besteht aus viel weniger Milch, deshalb haben 100 Milliliter Cappuccino nur etwa 35 Kalorien. Gute Nachrichten für alle Cappuccino-Trinker. Vitamine, jetzt kommt es tatsächlich Vitamine, man glaubt es nicht. Wie viele Kalorien stecken in einem Glas Orangensaft? Ungefähr 100 Kalorien und die zweite Antwortmöglichkeit ist fantastisch. Ich dachte, da geht es um Vitamine. Nee, stimmt. Vitamine sind gesund. Das war nur der Anfang der Frage. Ja, da habe ich mich drüber täuschen lassen. Wie viele Kalorien stecken drin? Antwort A ist 100 Kalorien ungefähr. Oder Antwort B, die ist sensationell, wie ich finde. Ach, nicht viel. Und es ist gesund. Ich glaube, das ist eigentlich nicht viel, dann ist es gesund. Nee, jetzt haben wir Orangensaft. Ach, da gehen wir jetzt von dem gekauften irgendwas Orangensaft mit extrem viel Zucker aus, oder? Nö, ich habe jetzt für dich. Ich hab jetzt für dich Antwort A angekreuzt, 100 Kalorien und das stimmt auch. Ja. Genau, aber man sollte zum Durstlöschen trotzdem lieber Wasser trinken, empfehlen sie noch. Was auch richtig ist, also es ist auch Fruchtsäfte in Schorle, kann man eigentlich als Schorle getrunken, kann man eigentlich empfehlen, weil Fruchtsäfte haben eben auch sehr viel Fruchtzucker und das unterschätzt man manchmal, was auch zum Zucker dazu zählt nun mal. 100 Gramm Schokocroissant oder 100 Gramm Big Mac, was hat mehr Kalorien? Schokocroissant. Bin ich mir fast sicher, ja. Ja, das ist auch richtig. Und zwar sogar gut das Doppelte. Das besteht wieder nur aus Butter. Richtig. Blätterteig mit viel Butter gewalzt. Mhm. In welcher Leckerei versteckt sich mehr Zucker, Capri-Sonne oder Fruchtzwerge? Das finde ich wirklich eine gute Frage, weil die haben beide viel. Mhm. Aber mehr steckt sich in den Fruchtzwergen. Angekreuzt ist aber richtig. Ha. Jetzt habe ich es falsch angekreuzt. Du hast gesagt, Fruchtzwerge hat mehr Zucker, ne? Ja. Nee, es ist tatsächlich eine Capri-Sonne, sind in einer Tüte 8 Stück Würfelzucker, in einem Fruchtzwerg nur 3. Allerdings ist es ja auch wesentlich kleiner, so ein Fruchtzwerg von der Masse her. Naja. Ja. Ich hoffe, die haben das umgerechnet auf 100 Gramm. Und der Rest ist doch, glaube ich, alles nur Fett. Ja. Mit welchem mit Studentenfutter tut man sich was Gutes? Aber wie viel Kalorien wirklich in der leckeren Nussmischung stecken, weiß man oft gar nicht so genau. Aber schlimmer als Chips kann es nicht sein, oder? Was hat mehr Kalorien? Chips oder Studentenfutter? Puh, wahrscheinlich Studentenfutter. Okay, sagt der Studentenfutter. Es sind aber die Chips, logischerweise. Okay. Na. Also Studentenfutter hat auch viel. Es ist jetzt nicht wesentlich weniger. 100 Gramm Chips, 550 Kalorien. Studentenfutter 470 Kalorien auf 100 Gramm.
Ist aber gesünder, auf jeden Fall. Ah, definitiv. Da sind wir wieder bei den Nüssen von vorhin, bei den Erdnüssen und so. Mhm. Brain Food, sagt man ja auch, nennt man Nüsse ja auch nicht umsonst. Ja, jetzt kommt doch eine Vitaminfrage, siehst du? Worin ist mehr Vitamin C enthalten? In Brokkoli oder in Zitronen? wahrscheinlich in Brokkoli. Das denkst du jetzt, weil es so eine außergewöhnliche Antwortmöglichkeit ist, oder? Ganz genau, aber ich glaube, Zitronen haben ja eigentlich gar nicht mehr so extrem viel. Das stimmt auch. Und zwar 115 Milligramm Vitamin C in 100 Gramm Brokkoli gegenüber 53 Milligramm Vitamin C in 100 Gramm Zitrone. Schneidest ganz gut ab hier in den Test, würde ich sagen. Und es sind jetzt noch drei Fragen. Und zwar geht's weiter, es sind noch vier Fragen. Überbacken aufs Brot oder pur? Käse isst du ja auch, weil du ja nicht vegan bist, wie wir wissen. Aber auch hier lauern Fettüberraschungen. Welcher Käse denkst du ist fetter? Gouda oder Mozzarella? Nehmen wir mal den Gouda. Das stimmt auch. Bei Mozzarella nehme ich immer nur den mit 5% Fett. Nee, okay. Quatsch. Das würde ich auch nicht machen, fettreduzierte Produkte. Ja. Letztendlich braucht der Körper auch ein bisschen Fett. Ganz auch, genau. Auch zum Beispiel, um Vitamine zu spalten, die im Gemüse vorhanden sind. Aber das interessiert die Mädchen nicht. Ja, das stimmt wohl. Gut, Frage 12. Wenn man abnehmen will, verzichtet man am besten auf das Frühstück, oder? Nein, das ist der totale Quatsch. Warte mal, jetzt geht hier noch eine komische Werbung an. Nein, das ist Quatsch, oder ja, das klingt logisch. Das ist natürlich Quatsch. Genau, und die Antwort lese ich jetzt auch gleich komplett vor, weil es natürlich stoffwechselabhängig ist, wie viel Energie man verbraucht. Und auch zum Abnehmen muss der Stoffwechsel natürlich gut funktionieren. Und zwar braucht der Körper morgens oder der Stoffwechsel morgens etwas, um in Fahrt zu kommen nach der Ruhephase in der Nacht. Und wenn man dann bis zum Mittagessen nichts isst, überfordert man seinen Körper. Und aus Angst, wieder hungern zu müssen, quasi das ist ja so ein Reflex des Körpers, lagert der Organismus dann, der merkt sich das quasi, der Körper, der Organismus, der lagert und beginnt dann Fettzellen einzulagern, sobald man was isst, anstatt das zu verbrennen. Insofern sind durchaus Mahlzeiten, auch wenn man abnehmen will, angebracht, um den Stoffwechsel einfach und diesen Memory-Effekt des Körpers so ein bisschen dazu ein bisschen auszutricksen quasi. Vorletzte Frage, braun oder weiß, welches Ei ist gesünder? Ist es egal, braun oder weiß? Ich glaube, dass es eigentlich ziemlich egal ist. Das ist ganz egal, das stimmt. Weil es kommt ja auf den Inhalt an und letztendlich ist das, glaube ich, nur, ich weiß es gar nicht, ich glaube, das sind die Hühner. Irgendwas mit den Hühnern. Gelbe Eier mit dem Futter hat es, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, weiße Hühner liegen doch auf weiße Eier, oder? Und nee, es gibt irgendwo an der, die haben irgendwie, meine ich, an der Backe oder in ihrem Hühnergesicht quasi, so eine Stelle, wo man es erkennt. Wenn die gelb ist, dann legen sie gelbe Eier, meine ich. Sollte man mal... Hoffentlich blamiere ich mich jetzt hier nicht völlig, aber es hat auch nicht viel mit dem Futter zu tun oder sonstiges, was man da vermuten kann. Das werde ich fürs nächste Mal auch mal nachgucken. Letzte Frage, welche Nascherei hat am meisten Kalorien? Wir runden das Ganze mit der Kalorienfrage natürlich wieder ab. Hanuta, Yogurette oder Duplo? Yogurette. Ja, das habe ich auch gedacht, aber die ist zwar wahrscheinlich nicht so leicht, wie die Werbung sagt, aber die Mädchenantwort sagt leider daneben, Hanuta hat am meisten Kalorien. Da haben wir es nämlich. Weil wahrscheinlich, vielleicht liegt es daran, dass die meiste Schokolade drin ist. Weiß nicht, ob die wirklich Joghurt da reinmischen in die Jogurette. Lassen wir mal dahingestellt. Und ein Duplo ist wahrscheinlich einfach nur die längste Praline der Welt. Oh, wo sitzt denn der? Der hebt ja ab. Ja, jetzt gerade erstmal wieder das Bild. So, jetzt also. Das ist psychedelisch. Nur natürlich kurz noch die Antwort, beziehungsweise die Auswertung dieses Psychotests, wie er offiziell heißt.
Du hast 12 Fragen von 14 richtig beantwortet. Das ist, die Mädchen bezeichnet dich als Ernährungscheckerin. Wow. Und zwar mit folgender Begründung: Super, in Sachen Ernährung macht dir keiner was vor. Egal, ob es um Vitamine oder um Zucker geht. Du weißt, was gut für dich ist und bist vor versteckten Fettfallen geschützt. Gönn dir ab und zu auch mal ganz bewusst eine Nascherei, denn ab und zu braucht man was Süßes. Das stimmt. Schadet alles nichts. Und dass sich ein Vegetarier mit Ernährung auseinandersetzt, auch wenn er sich überwiegend derzeit von Tiefkühlkost ernährt. Ich weiß, dass es normalerweise gesünder ist. Also, und ich könnte normalerweise auch recht gesund kochen, aber ich komme momentan nicht dazu und ich muss es momentan auch nicht so oft. Also du kannst dir schon was zubereiten. Es fehlt ja nur an der Zeit. Ja, wie gesagt, nimm dir die Zeit. Muss sein. Stimmt. Ist das Wichtigste. Wie sind wir? Wie weit denkst du? Wie lange brauchen wir noch? Ja? Ich mach nur noch den psychedelischen Hintergrund und dann bin ich fertig. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall wieder ein Hingucker. Fällt auf, wenn man das auf einer Webseite sieht mit Fotos mit normalem Essen und Trinken. Aber ich sage immer, normal kann ja auch jeder irgendwie, ne? Man muss auch mal zwischendurch mal auf den Putz hauen, finde ich. Ja? Irgendwie will das gerade nicht, so wie ich mir das vorstelle. Jetzt muss ich kurz nochmal tricksen. Hast du die Tannen selbst fotografiert, oder? Ja. Sehr gut. Falsch. So, richtig. Dann bitte ich natürlich auch zum Abschluss dann gleich wieder um deine Signatur. Natürlich. Damit jeder sieht, um was es geht. Deine Website, sag nochmal kurz, wo man Infos zu dir findet. www.punksandbanters.de. Genau. Man kann es unten nachlesen, auf jeden Fall, in den Kommentaren. Mhm. Genau, da findet man da auch, wo man den Comic bekommen kann. Kann man den bestellen da? Genau, kann man alles dort bestellen. Aha. Kann man auch lesen. Kann man erstmal reinlesen, wenn man will. Aha. Genau. Sehr gut. Kleine Kostprobe für alle die nicht gern die Katze im Sack kaufen. Ja, man kann sogar komplett dort lesen, für alle, die was sagen, ist mir zu teuer. Was kostet er denn? Aber er kostet 4 Euro. Naja, das ist ja wert, locker. Aber die ganzen Punker jammern dann schon öfter mal. Auch verständlich, und für die biete ich es dann eben auch gratis im Internet zum Lesen an. So erste viel Linie verdient Unterstützung, finde ich. Danke. Ich auch. Du wolltest sagen, finde ich auch. Ja. Hättest du dich früher bremsen müssen. Naja. So, jetzt sind wir knapp eine Dreiviertelstunde auf Sendung. Ja, ich bin fertig. Ich würde es als beim letzten Mal immerhin schon, aber beim nächsten Mal noch kürzer. Ja. Ich mache da jetzt auch eigentlich nur noch irgendwelche kleine süßen Details, während wir uns unterhalten. Wir hätten eigentlich schon längst aufhören können. Verstehe. Aber wahrscheinlich schauen uns auch noch immer noch gern ein paar Leute zu. Sehr gut. Ich vermute das jetzt einfach mal. Ja, passt so aus, wenn du den Schatten runter machst, ein bisschen tiefer machst, als ob er schwebt. Hat auch was. Stimmt. Machen. Ja. Also Leute, nicht zu sehr ein Beispiel an dem Artikelbild nehmen, weil es geht natürlich um was zu essen. Das sollte auf dem Teller und gefuttert werden. Genau, und von Kartoffeln wird man nicht high. Hast du schon mal probiert, oder was? Nee, aber ich vermute das einfach mal, aber wir könnten mal Mädchen fragen. Weiß nicht, ob die eine Antwort darauf haben. Das klingt schon nach einer sehr ausgefallenen Idee. Die können uns zumindest sagen, wie viel Kalorien eine Kartoffel hat.
Sehr gut, da kommt auch die Unterschrift. Kalorienmäßig sind die sehr bewandert, das wissen wir. Ja. Spätestens seit jetzt. Genau. Ja, sehr cool, Donald. Gut, dann verabschiede ich mich von dir und von allen, die was zugehört haben und zugeschaut. Das ist das fertige Bild. Das wird dann nachher nur noch für deine Seite zugeschnitten und jo. Spitze. Morgen dann zu sehen. Kann man es dann nachlesen. Das Rezept bei Worlds of Food. Richtig? Ja. .de. Da bauen wir auch alle Links nochmal ein. Genau. Da gibt es noch mehr Infos zum Ole. Nochmal nette sonstige Artikel auch noch zum Thema Ernährung und Trinken. Ausgewogene Ernährung, ganz wichtig, unser Anliegen. Nicht durchdrehen, nicht extrem irgendwie in eine Richtung gehen, sondern ganz normal mit Spaß bei der Sache sein beim Essen. Genau. Ne? Nicht über den Kalorien zählen. Genau. Bisschen Bewegung natürlich, schadet auch nicht. Genau. Ja, cool. Dann sehen wir uns nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle, hat genau. Gesagt. Mittwochsmaler. Mit einem anderen Rezept. Genau. Genau. Die Pumpgun mit Curryschuss. Dir eine gute Zeit, Donald, allen anderen auch. Bis dahin. Ciao. Ciao.